Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Ghost Recon Wildlands, einer Rebellenmission, Kopfjäger und Autos in die Fahrerseite, Seitenfahrer, Autobomber. Also Kopfjäger, eine neue Kopfjägermission und zwar im westlichen Bezirk unterhalb von Arroyo Valle. Und Alarm. Ich bin mitten durch die Basis gefahren. So, hier Arroyo Valle, unten drunter steht ein Rebell am Straßenrand und der gibt uns eine Fallakte von einem Verräter. Hier, das ist der Typ, den wir umlegen sollen. Und das Haus, weiß ich, wo das ist, das ist das Haus von Jajo, El Jajo. Das ist hier irgendwo auf dem Berg. Ach da, guck mal an, da. Das Haus eines Bouchons. Das ist El Jajos Haus im Hauptspiel und... Die Rebellen wissen von einem Maulwurf, der für die Söldner arbeitet. Wir müssen ihn entlarven und ausschalten. Ja, das machen wir. Das ist ja recht einfach, weil ich weiß, wo dieses Haus ist. Und da fahre ich jetzt hin. Wenn ihr euch wundert, warum das Auto so lahm ist und in den Kurven so rutscht und nicht richtig zu bremsen und zu lenken ist, ich habe dieses Auto requiriert, indem ich ihm in voller Fahrt den armen Typen die Reifen zerschossen habe. Und jetzt will es nicht mehr so richtig fahren. Und deswegen ist das Ding am Schlittern und am Rutschen und am Fahren und hört sich an wie ein Sack voll Muscheln, wenn man reintritt. So. Und es kriegt auch nicht richtig Speed drauf. Fahr hier auf den Zahnfleisch sozusagen. Und die Fahrt zum Haus des Bouchons ist ja ganz einfach. Das markiert man einfach auf der Karte. Macht so einen Wegpunkt hin und dann wird auch ein der Weg angezeigt. Aber ihr solltet hier in dieser Kurve anhalten. Ja, hier, wenn ihr das Haus fast seht oder seht, so ein Stück davon. Das ist schon in der Hauptmission besser gewesen, um nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen oder mitten durchzufahren. So. Die Karre ist alarmgesichert. Hier ist eine Party. Oder was? Alles leuchtet, ja. Sieht so aus. Ach, guck mal, das sieht so aus. Das sieht doch so aus. Okay. Das ist es. Und ja, das sieht so aus. Das richtige Haus ist es auch. Und ich habe die Angriffsdrohne ausgerüstet, mit der man auch schießen kann, mit der Kleinkaliberwaffe. Und das Ziel wurde ausgeschaltet. Boah, ich gebe eine 9,9. Der hat sich so schön gedreht, paar Mal, und hat sogar die Flasche noch versucht wegzustellen beim Sterben. Also das ist ja wirklich einmalig, das gefällt mir gut. Der wollte keinen Dreck machen für die Bediensteten. Ein Daumen hoch für den. So, und das war's auch. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugeguckt habt. Hier nochmal das Haus des Bouchons. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen oder ein Abo. Für beides umso mehr. Danke, dass ihr dran geblieben seid und auf wieder tschüss.